Hallo, guten Tag und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Minecraft. Heute bin ich wieder auf den Multicube-Servern unterwegs, diesmal alleine und ich habe mir heute gedacht, wir spielen etwas Survival Games. Und ich habe erstmal F1 gedrückt, damit ich diesen ganzen nervigen Chat nicht lesen muss. So, wir gehen einmal kurz rein, suchen uns eine Lobby. Oh, GLP ist hier, was für eine Überraschung. Wir suchen uns ein Spiel aus. Das hier sieht gut aus. Muss ich damit rechts draufklicken? Jawohl. Drin sind wir. So. Was kann ich denn hier Schönes machen? Ich kann Partner Selector. Ich will gar keinen Partner haben. Map Voting. Map Voting. Was gibt's denn hier? Floors, Tempel. Ich kenne das gar nicht alles. Das hier habe ich mal gespielt. Dann machen wir mal den Tempel. Folgende Erklärung erstmal. Ich habe mir gedacht, spiele ich alleine. Hab mal Bock drauf. Eigentlich wollte ich gerade auf den GOM HD Server und nicht auf den Multicube Server. Aber der war leider voll und da ich kein lustiges Premium-Mitglied bin, habe ich da auch Probleme bekommen, weiter irgendwie drauf zu connecten. Hier mal elegant nach unten geswitcht. Okay. Ich spiele mit meinem üblichen Texture Pack, was ich drin habe, wie auch immer das heißt. Ich weiß es echt nicht. Hier gibt es ein kleines Jump One, das kann ich immer eben nochmal zum Aufwärmen hier machen. Ich denke, da gibt es ja auch einige Jump One Parts innerhalb dieses, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie man hier hochkommen soll. Jetzt wurde ich geportet. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Okay, ich denke mal, es geht gleich los. With your partner, you must bla bla bla. 12, ich bin ein Tank, stand da gerade. Ich weiß nicht, wo mein FPS hier gerade hingehen, aber ich denke, er macht gerade die Dings fertig. Die schreiben schon GL, GL, das heißt, es muss gleich losgehen. Crafter Performance ist auch dabei und der Ikmer und der Reimann. Könnt ihr ja mal gucken, ob die auch YouTube-Channels haben. Nur so aus Spaß. Okay, mal sehen, was draus wird. Ich finde auch, dieses sieht sehr gut aus. Das soll mit Teilketten, glaube ich, darstellen, ne? Neben dem Schiff so. Okay, Leute, wann geht's los? Das sieht los aus. Das sieht aus, als ob es losgeht. Und ich bugge etwas herum. Es ist noch gar nicht losgegangen. Aber ich kann schon schwimmen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie mein Ping ist, aber das buggt wohl etwas herum. Gleich sollte doch ein... Wer ist denn in meinem Team überhaupt? Der Igma? Ich bin Distrikt 1. Ne, ich bin Distrikt 12. Das heißt, der Mark 433 ist bei mir im Team. Das freut mich natürlich. Guten Tag, Mark 433 an dieser Stelle. Und herzlich willkommen im 12. Distrikt. Das sieht aus, als ob es losgeht. Warum steht der tiefer? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, direkt ins Wasser. Was kann man denn hier überhaupt finden? Wo sind denn die Kisten, bitte? Da oben! Sag das doch mal einer. Scheiße. Was habe ich denn hier überhaupt gerade? Backpack? Ich will gar kein Backpack. Partner. Report oder Teleport? Der hat ein Schwert, da werde ich mich mal dezent verpissen. Weil ich habe nur Bücher. Ich kann den mal per Handschläge. Oh fuck. Wenn er die Kiste lootet, hole ich ihn mir. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Ja, ich habe ihn einmal erwischt. Zweimal, dreimal, komm. Liegt das an mir? Oder was ist hier los? Komm, stirb, du kleiner GLP-Faker hier. Das war Distrikt 12, jawohl. For the win. Das ist nicht Distrikt 12. Ich habe nur die 2 gelesen. Verdammt. Okay, für meine schlechten Skills wären wir... Kann man hier dezent liefen? Okay, Teleporting in 3 Sekunden. Genau. Und schon sind wir wieder in der Lobby. Wir sind in irgendeiner Lobby wieder. Diesmal suche ich mal nach dem Jump'n'Run, ob man da was machen kann. Ansonsten werde ich das in Zukunft einfach rausschneiden, weil das halt blöd aussieht, wenn ich andauernd so dermaßen kurze Runden habe. Ich weiß nicht, was mit dem Rennen los war, ob das hier verlangsamt wurde extra oder ob da irgendwie ein Trank in der Mitte geworfen wurde oder sonst was. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die nächsten Runden vielleicht besser werden, tun und so. Weißt. So, das könnte so aussehen, als ob es hier hochgeht. Oder auch nicht. Dann lasse ich es halt einfach. Wenn ihr mich hier nicht oben haben wollt. Kann man da oder soll man da vielleicht drauf? Ich muss mal diesen Verlauf vielleicht mal nachvollziehen. Wie ist das denn hier gedacht mit dem Jump One?
Gibt es hier einen offiziellen Startpunkt oder so? Vielleicht muss er den Baum hoch. Oder auch nicht. Ich kann mich auf jeden Fall wieder nicht bewegen. Das heißt, es sollte gleich losgehen. Die Teile sind ja geil gemacht. Da haben die das einfach so weggedingst. Weischt. Okay. Ich bin diesmal in Distrikt 9. Sieht man schön auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, welches Level das ist. Und ich bin unterwegs mit dem Herrn Louis King 99. Sieht zerstetlich aus. Kann man hier direkt irgendwie... Da kann man hoch. Hallo. Hallo, Hymphase. Wer auch immer du bist. Ich bin... Ne, ich bin nicht mit Hyperphase im Team. Der nennt mich Martin. Woher kennt er meinen Namen? Das ist aber merkwürdig. Mitte treffen. Nein. Nein. Ich bugge, scheiße. Jetzt bugge ich, weil ich hier runterspringen wollte. Ich kann ihn nicht weghauen. Da gibt es wahrscheinlich eine Safe-Phase oder so. Ich renne mal gekonnt einfach von der Mitte weg. Ein Gegner wurde anscheinend eliminiert. Das da sieht nach Loot aus. Das da sieht nach Loot aus. Da rennen wir zu... Rennt vorbei, ist gut. Nehme ich es halt mit, wenn es sonst keiner will. Du bist nicht bei mir im Distrikt. Mann, das ist ein anderes Distrikt und er läuft mir trotzdem hinterher. Da sieht nach Wand aus. Kommt man in die Cave rein? Mann, der ist nicht bei mir im Distrikt und läuft mir hinterher. Was soll denn das? Ich habe Angst vor dem. Ich glaube nicht, dass er bei mir im Distrikt ist. Ich meine, ich bin da jetzt ein bisschen unfähig wahrscheinlich einfach, aber... Bringt das hier was? Nee. Kommt man hier irgendwie rein? Ich kenne die Map halt auch gar nicht, ist das Problem. Das sieht nach Crafting Box aus. Crafting Box interessiert mich nicht. Hat er es irgendwie reingeschafft? Sieht nicht so aus. Er sieht ziemlich mit sich selber beschäftigt auf jeden Fall aus. Wir werden einmal kurz den Turm auschecken, wo ich direkt eine Kiste gespottet habe. Ich hoffe mal, dass da kein anderer rennt, der vielleicht schon Equipment hat. Wenn ich schon mal hier ein bisschen am Labern bin. Demnächst wird wahrscheinlich auch etwas Endergames kommen, falls das irgendjemanden interessiert. Auf den GOM-HD-Servern wollte ich jetzt eigentlich auch aufnehmen als Alternative, weil der voll... Du bist nicht bei mir im Distrikt, du Spezi. Wie kommt man denn hier hoch? So, jetzt nur noch den Turm hoch und dann bin ich voller Loot. Und ich sollte sneaken, damit er mich nicht verfolgen kann. Hoffentlich ist er oben schwer, dann töte ich ihn nämlich. So. Kiste. Ich habe schon mal Sticks und einen Kompass. Jawoll. Runterspringen ist doof. Weil ich's halt tot. Weischt. Hat man gehört, das soll nicht so toll sein. Also generell soll der Zustand auf jeden Fall nicht so schön sein. Oh, das sieht schon mal nach einer Waffe. Sieht etwas waffentlicher aus. So. Wer will sich mit mir anlegen? Also nicht das Buch, sondern das Ding hier. Mal sehen, ob ich noch irgendwo da vorne rennt da rum. Vielleicht hat er zwischendurch schon eine Kiste gefunden, die ich vielleicht übersehen habe. Vielleicht, ich denke mal, der Bahnhof ist leer. Oh, verdammt, die sterben alle. Gamecrafter 2000. Hallo, du da. Hey, hast du Loot für mich? Hast du Loot? Mensch, du. Hast du Loot? Aha, treffen musste, treffen musste. Oh, ein Kuchen. Haha. Jetzt jage ich dich mit meiner Holzaxt. Bleibe doch stehen. So, jetzt musst du doch sterben. Wie viel? Jawoll, ein Bogen. Aua. Aua, nein. Nein, nein. Oh Gott. Scheiße. Okay, erster Kill. Jawoll. Die Aufnahmen werden einfach mal ein bisschen länger sein, da ich einfach, weiß ich nicht, keinen Bock habe, das zu schneiden oder sonst was. Ich spiele einfach mal am Stück, wie es mir gefällt und forme mir die Welt, wie hieß das? Ich forme die Welt, wie sie mir gefällt und dann denke ich mir, okay, machen wir so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Da kommt man auf jeden Fall nicht rauf. Ich probiere, wie aus CSGO angewöhnt, Shift zu drücken. Statt Steuerung in dem Fall, um irgendwie besser springen zu können. Aber irgendwie funktioniert es, glaube ich, bei Minecraft nicht. Die
Die sind alle auf dieses Stamm. Ach, jetzt sehe ich, wo das erst anfängt, ich Depp. Ja. Ich bin ein Genie. Und ich bin nass. Jetzt auf jeden Fall. Muss ich mal meinen Pullover ausziehen. Ich meine, so ein Pullover musst du immer überlegen. Die stehen schon alle. Entweder bin ich, habe ich gerade einen Disconnect oder. Jetzt geht's wieder, okay. Da hatte ich wahrscheinlich gerade, oder der Server hatte irgendwie Probleme und ich bin schlecht im Jump'n'Run. Ich habe auch lange kein Minecraft mehr gespielt, also generell nicht. Und der Server steht schon wieder. Ich guck mal unauffällig hier rein. Okay. Ich bin Distrikt 10, ich bin ein Berserker und ich bin Distrikt Deathmatch und ich bin was auch immer. Distrikt 12. Und er steht in mir drinne, was mir nicht gefällt. Sie sind weg. Wo sind sie hin? Hier sind sie. Oh Gott, gibt's aber was in der Mitte? Ein Verzauberungstisch. Habe ich einen Distriktpartner? Du bist Distrikt 10. Ich bin 12. Toll. Dann unter den Bäumen durch, würde ich sagen. Oder bloppen da gleich Kisten auf. Diamond Craft Team. Partner Report. Nee. Doch, Report ist das. Da habe ich Berserker-Klasse und Distrikt 10. Ich weiß nicht, ob da gleich Kisten aufploppen oder so. Ich hab. Ich will. Ich, aha. Oder sowas ähnliches. Jawohl, da ploppen Kisten auf. Dann klaue ich mir die da. Jawohl. Hab mir zwei Hosen geklaut. Toll. Anstatt irgendwas Sinnvolles mir zu stehlen, hole ich mir eine Hose. Und der sieht so aus, als ob er. Habe ich den nicht gerade schon angegriffen gehabt einmal? Hallo Mensch. Ich haue dich, ich haue dich, ich haue dich, bis du stirbst. Und ich glaube, mein Ping ist irgendwie schlecht. Weil ich so. Mann, ich gehe doch extra hocke, um zu sagen, ey, alles cool, Junge. Okay, hat er verstanden. Bei uns ist alles cool, wir sind voll die Bros jetzt. Noch broiger war ich mit keinem Bro. Als mit, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Kann ich Holz nicht abbauen oder leckt der Server? Ich shifte, ich bin Sneaky Mode. Ich habe gedacht, ich baue mir jetzt ein schönes Holzschwert, aber das geht anscheinend nicht. Ich kann wahrscheinlich nur die Leaves abbauen. Also die Blätter. Da war ich mir gerade nicht ganz sicher. Hier ist eine Höhle. Höhle baut man nicht umsonst, weil in der Höhle ist eine Kiste. Haha. Wusste ich natürlich. Jetzt habe ich zwei Ho. Ne, das sind Stiefel sogar. Und ich habe einen Player Selector, ist das, glaube ich. Also, ich kann sehen, in wie nah ein Gegner sich irgendwo befindet. Verdammt, hier sterben Menschen. Hallo. Hallo. Geh weg. Das ist meine Area. Da hinten ist ein komischer Tower. Ich habe noch nichts zu essen, deshalb töte ich mal bei komischem Laggen die Kuh. Also ich habe 60 FPS, aber ich weiß nicht, was hier los ist. Ich hoffe, meine Maus hört man nicht zu dolle sich vergewaltigt fühlen. Ist das schon vergessen? Ne, das ist Steak ist gebraten. Oder ist es dann gebratenes Steak, wenn es gebraten ist? Ich weiß das nicht. Du, sag mal. Sieht aber auf jeden Fall aus, als ob wir vielleicht bei dem Turm was finden könnten. Andere haben jetzt sicherlich schon Diamantschwert, aber ich Depp hab einfach nichts. Doch, ich habe ein Stück Fleisch. Ist immerhin besser als also wirklich nichts zu haben. Aber ich freue mich schon mal über mein Leben und ich bin glücklich über das, was ich habe und gebe mich damit zufrieden, wenn du verstehst, was ich meine. So, hinter mir ist niemand, okay. Ich habe ein Seed, damit könnte ich. Ja, damit könnte ich auf jeden Fall. Ist hier was? Ne, da ist nichts. Aber damit könnte ich auf jeden Fall mir ein Getreidefeld bauen. Kann man natürlich machen. Da kommt ein Name, da kommt ein Name, da kommt ein Typ. Ich springe einfach, wenn ich oben bin, ins Wasser. Damit kann man natürlich schon mal was machen. Muss man aber nicht. Ist hier irgendwo eine Kiste außenrum? Menschenskin, der. Ich glaube, der kommt hoch, oder? Gott, hier ist keine Kiste, Mann. Oder bin ich zu blöd? Hab gedacht, das ist wie auf einer anderen Map. Was mache ich jetzt am dümmsten? Ich springe auf jeden Fall. Das.
Ich könnte das in Inseln, aber ich glaube nicht, dass da noch was drauf ist, oder? Das sieht mehr blümchenmäßig aus, irgendwelche Blümcheninseln hier. Oh Gott, ich habe noch nicht mal eine Waffe, Mann. Falsch, ich hätte ins Wasser springen müssen, ich weiß. Dann Essen zum Regenerieren. Ein bisschen Rüstung habe ich wenigstens. Das ist ein Anfang. Also, ich muss sagen, wie gesagt, ich fühle mich mit dem zufrieden, was ich generell habe, aber mehr wäre natürlich schön. Das Eisen. Ey Mann, ey, 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 nimm das. Friendly. Oh Scheiße. Oh nein, jetzt bin ich hier runtergefallen, ich Depp. Der freut sich jetzt seines Lebens, weil ich ihm ein Geschenk gemacht habe, dass er mich nicht umbringt. Er bedankt sich auch noch im Chat. Richtig gut. Okay. Er wurde auf jeden Fall nicht getötet, das heißt... Oh Gott. Ja, der Diamond-Krafttier, was bist du denn für einer? Ich glaube, dem habe ich auf jeden Fall das gerade gegeben, diesem Lennart Mann XD. Ich suche einfach noch ein bisschen mehr Loot, aber ich glaube nicht, dass ich was finden werde. Ich kann Blätter abbauen, aber das hier kann ich nicht abbauen, oder? Dann hätte ich wenigstens ein Holzschwert. Jawohl. Dann halt nicht. Er hat meinen Namen sicherlich nicht gesehen, weil er Noob ist. Hat er eine Waffe? Ich konnte es nicht so schnell erkennen. Er ist aus der Richtung gekommen. Vielleicht hat er hat nichts übergelassen. Was bist du denn für eine behinderte Kuh? Steckst du im Boden fest oder was? Dann hole ich mir nochmal eben was zu essen. Genau. Kann ich die Pfeile werfen? Natürlich nicht. Da ist wieder jemand. Vielleicht verschont er mich ja im Endgame. Der Typ. Wenn er überlebt. Dank der Goldhose. Okay, wo genau Minus? Ah, dann ist sicherlich geiles Zeug. Verdammt, jetzt ist es weg. Verdammt, es muss stehen bleiben. 418. Okay. Verdammt, da ist jemand gestorben. Kann das nicht irgendwie bei mir in der Nähe sein oder so? Ich meine, das wäre viel fairer. So, einmal schnell gerannt. In die Richtung ist der nächste Spieler. Ich glaube, der switcht gerade zwischen zwei Spielern hin und her. Ah, das ist ein blödes Jump'n'Run oder was? Darauf habe ich echt keinen Bock gerade. Ne, das ist für eine Kiste. Da kann ich auch hinschwimmen. Ganz ehrlich. Muss ich wohl auch. Jawohl. Feuerzeug. Das Zippo-Sturmfeuerzeug. Ich könnte hier nochmal die Werbung einspielen, aber ich lasse es einfach mal bleiben. Okay, wir haben schon wieder jede Menge Phrasen verloren. Einmal voll. Ich glaube, das ist sogar ein gebratenes Steak. Wie kriegt man Waffen, indem du lootest, du kleines Menschentum, was ich nicht verstehen tu. So. Waffen bekommst du, indem du Kisten lootest, du Freund des nationalen Aufstandes. Ne, das ist was anderes, glaube ich, gewesen. Glaube ich. Hier ist sicherlich nichts. Da ist eine Höhle, es wird Nacht. Warum wird es verdammt nochmal Nacht bei Survival Games? Kiste, 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 Kiste. Oh Gott. Ich brauche doch nur eine Waffe wenigstens. So ein Eisenschwert oder so. Ein bisschen Rüstung habe ich ja schon. Oh, jetzt bin ich... Ich wollte hier nicht runter... Woher kommen die bescheuerten Kühe hier? Ja, du stirbst doch eh gleich, du dummes Vieh. Wo ist dein Fleisch? Da unten ist es. Gib es mir. Ich brauche es mehr als du. Also jetzt auf jeden Fall. Hier war ich doch gerade schon, oder nicht? Bin ich blöd oder bin ich... Hier war ich. Da ist gerade was runtergedroppt. Das sind Meteoriten. Ach Gott, kommt schon, Menschen. Keine Meteoriten. Irgendwo in die Richtung. Bei 600. Ich muss jetzt so rennen. Ja, so muss ich rennen, genau. Genau, so ist richtig. Ach Gott. Vielleicht kriege ich ja noch was von diesem Supply-Ding ab, was da gedroppt wurde, aber ich meine, Meteorschau. Ja, super. Freut mich. Wo war das Supply-Ding? Ich guck noch mal kurz.
Am 1780 und 410. Ne, 480. Wo bin ich denn hier hingerannt? Ach Gott. Dann muss ich nach da. Oh fuck. Okay, wir haben 20 Minuten, bis das Ganze hier ernst wird. Wir sind noch ein paar Leute. Wir rennen gekonnt weiter und suchen nach der nächsten Gelegenheit, unseren scheiß Supply-Drop hier zu looten. 200 Blöcke ist noch weg, wenn ich richtig liege und dann noch überhaupt irgendwas los ist. Der Creeper 2014 wurde gekillt. Wetten, er hat sich seinen Account im Jahr 2014 gemacht. Ach Gott, Leute. Oh, das sind zwei Leute, das ist ein Team, das ist ein Distrikt. Verdammt, verdammt, verdammt. Da ist aber auch eine Kiste. Jawohl. Wieder neue Ausrüstung. Die haben mich noch nicht mehr mitbekommen. Ja. Ist gut, Leute. Ich habe kein Problem damit. Okay. Weiter geht's. Da ist noch eine Kiste. Jawohl. Vielleicht finden wir jetzt auch mal eine richtige Waffe. Die sahen auf jeden Fall Eisenrüstung, sah das irgendwie aus. In die Richtung soll irgendein Player sein. Okay. Ich habe jetzt jede Menge Lederschuhe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte erstmal zum ersten hin. Da kommen die aber her gerade. Toll. 1500 ist in die Richtung. Und was auch immer das andere war. Ich glaube, das war irgendwie 280 oder so. Dann lasse ich das einfach mal... Ne, dann laufe ich nicht... Dann muss ich nach da. Jawohl. Nee, muss ich nicht. Ich muss nach... Hä? Bin ich blöd? Ich muss nach da und nach da. Okay. Das kriege ich wohl hin. Hoffe ich. Hier ist sicherlich irgendwo was, was ich wieder übersehe. Vielleicht auf dem Grund des Meeres. Das wäre vielleicht gut gewesen, wäre ich darüber gekommen. Hätte, hätte. Da ist eine Kiste. Verdammt. Ist das die, die ich vorhin... Ich glaube, das ist die, die ich hätte looten wollen, der Supply Drop. Mal gucken, ob das was wird. Oh ja. Es ist schon mal ein Anfang. Es ist besser als gar nichts. Und ich fresse mich mal kurz mit dem Kram hier voll. Hat einfach eine Kuh gespawnt. Krass. Aber ich habe jetzt eine Waffe. Ich bin jetzt bewaffnet. Haha. So, das Stückchen Fleisch. Ich kann echt kein Holz abbauen. Das ist tragisch. Das heißt ja auch, dass ich kein Eisen... Es blitzt. Es blitzt und donnert. Und es kistet. Dort vorne. Da kann ich doch das hier wegbauen und dann nichts finden. Okay. Das heißt, hier in der Nähe ist wahrscheinlich ein Spieler. Aber das soll mich nicht kümmern. Ich meine, ich bin ja ein friedliebender Mensch. Dem einen bin ich entgangen dadurch, dass ich ihm eine Hose geschenkt habe. Da ist noch eine Kiste. Da war ich auch sehr froh drüber eigentlich, dass er mich dann nicht mehr töten wollte zwingend. Weil er einfach glücklich drüber war, dass ich ihm das geschenkt habe. So, um X, das ist nicht X-Koordinate, oder? Da ist irgendwas, was nach Loot aussieht. Jawohl. Das könnte was sein, was nach Loot aussieht. Also in der Theorie, so theoretisch halt. Da hängt auf jeden Fall eine Menge Grünzeug runter. Vielleicht ist unter der Brücke was, aber das dauert zu lange, bis ich da einmal durch bin. Das hinten sieht nach einer verlassenen Burg aus. Wenn ich wenigstens die Karten kennen würde, ne? Dann wäre das ja annähernd annehmbar. Oder sowas. Lass mal, ist nicht so meins. Kann ich mit der Axt vielleicht Holz abbauen? Negativ. Natürlich nicht. Ist hier vielleicht irgendwo was reingewachsen? Hochkommen tue ich hier nicht mehr dann, wenn ich da einmal runtergehe. Also rüber und weiter geht's. Oder wir fallen einfach mal spontan runter. Ich öffne ein Buch und wir ertrinken. Oder ich ertrinke, weil ich ein Depp bin. Ja, Tiere spawnen randomly, habe ich gerade gelesen, ne? In dem einen Buch, das ich aus Versehen geöffnet hatte. So, das ist schön. Habe ich schon mal drei Dinger, ein Level. Und ansonsten
wollte gerade sagen, Arsch voll Schulden, aber wir sind ja nicht bei Peter Zwegert. Ich muss auf der anderen Seite. Was bringt das? Was passiert? Was passiert? Was passiert? The chests in the corruption have been refilled. Geil! Jawohl! Da muss ich einmal hoch. Und höher und höher. Und da muss ich hier einmal. Muss ich noch höher? Wie? Nee, nix Teleport jetzt. Wieso? Nein! Wie komme ich denn die Scheiße hoch? Oder kann ich auf die Kiste von hier aus zugreifen? Mensch! Leute, macht mich nicht fertig! Der Countdown hilft nicht. Mein Gott. Hier war doch eine Kiste. Ach du Scheiße, kämpfe ich jetzt mit einer Axt? Was ist denn mit der Welt los? Hier ist eine Spinne irgendwo, nein. Mann. Da oben drauf ist... Wie soll man da oben hochkommen? Ich guck jetzt... Ich spring da runter, verliere mein Leben. Ja, Spinne kämpft gegen mich. Beste Idee. Lass mich sterben, bevor ich teleportet werde. Ach, kommt schon, Leute. Bitte nicht. Da, ich habe gerade noch eine Kiste gesehen, an der ich wahrscheinlich vorbeigelaufen bin. Was ist denn das da? Sieht sehr unterirdisch aus. Sieht aber auch sehr cool aus, ein bisschen. Wir fallen auf jeden Fall erstmal gekonnt aus der Map heraus. Leute, kommt schon. Goldschwert. Diamantschwert. Scheiße, Mann. Nein, ich will... Ich verstecke mich auf dem Baum. Du triffst mich eh nicht. Bitte. Wo ist der Typ gestorben? Ich brauche sein Loot. Jawohl, ein Schwert. Tja, Freunde. Nix hier mit. Und so, ne? Oh nein. Ach Gott. Der hat ein Gold. Ja. Ich bin zweiter Platz geworden. Zweiter Platz geworden, Mensch. Okay. Das wäre es erstmal fürs erste Folge Dingens, wenn es dir gefallen hat, was auch immer. Wenn es nicht passt, wenn es nicht hochgeladen wird, dann wird es wahrscheinlich an dem Sound liegen, weil ich es verkackt habe. Falls das irgendjemand mal auf meiner Festplatte sehen sollte. Ansonsten danke fürs Zusehen, bis irgendwann und hört auf, unter meine Kommentare Eigenwerbung zu machen. Schönen Tag noch und tschüss.